Alles für eine Knolle, diesmal die Weihnachtsepisode. Und ich begrüße Niklas Geißler. Zeig doch noch mal bitte kurz dein, kannst du kurz mal? Ein Pullover? Herrlich. Mittendrin in der Weihnachtszeit, du liebst Weihnachten wahrscheinlich genauso wie ich. Sehr. Ja, bei mir sieht es zu Hause mal aus wie Winter Wonderland am Nordpol. Kenn ich. Hm, okay. Und Tobias Eisenhut, du bist auch ein großer Weihnachtsfan, oder? Ja, aber nicht so wie er. Also schon, ja, aber ich glaube, er ist noch mal 3 Stufen über mir. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir starten rein. Die Jungs müssen auch heute wieder schätzen. Es läuft folgendermaßen. Sie treten gegeneinander an. Ich stelle eine Schätzfrage. Jeder darf sagen, wie viel er sich zutraut. Und wer höher bietet, der muss anfangen. Ihr kennt das. Und ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Wir starten in Runde 1. Bereit? Mhm. Es wird eine Weihnachtsfrage. So viel kann ich schon mal sagen. Wie viele Rentiere des Weihnachtsmannes könnt ihr innerhalb von 30 Sekunden aufzählen? 4? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich würde sagen, du startest. 30 Sekunden laufen. Dancer, Prancer, Comet, Cupid. Donner, Blitzen, Rudolf. Ich glaube, den haben wir sie alle. You know, Dasher und Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen und Rudolf. Vixen, ich vergesse. Okay, ja. Okay, damit geht der Punkt an Niki. Ging ziemlich schnell. Ich hoffe, du holst noch ein. Alter. Die Rentiere des Weihnachts. Kommen in jedem Weihnachtsfilm vor. Die müssen von den Schlitten gespannt werden. Was denkst du, wer dir die Geschenke sonst bringt? Den Song, den kennst du doch auch. Okay, Runde 2. Wie viele Weihnachtslieder könnt ihr innerhalb von 30 Sekunden aufzählen? Tobi. 3. 5. Merry Christmas, O Tannenbaum. Du sollst ja noch nicht anfangen. Danke. Du sollst überbieten. Ah, jetzt ich schon Schaffst weiter. Du mehr? 6. 7, ja, mal gucken. So, jetzt nicht. Nee? Okay. Schön gelockt. So, die Zeit läuft. Merry Christmas, O Tannenbaum. Fröhliche Weihnacht überall, in der Weihnachtsbäckerei. Last Christmas, Wonderful Christmas Time und Frosty the Snowman. Stille Nacht, Heilige Nacht, ach was es da nicht alles gibt. Rudolph the Red-Nosed Reindeer hatten wir gerade erst. Also auch die Runde geht an Niki. 2:0, aber du kannst noch aufholen, überhaupt gar kein Problem. Wir starten in Runde 3. Wie viele Weihnachtsessen bzw. Speisen in der Weihnachtszeit, die typisch sind, könnt ihr in 30 Sekunden aufzählen? 2. 3. Ich kenne echt nicht viele Essen. Bei uns gibt es immer dasselbe. Aber es gibt ja 3 Weihnachtsfeiertage. Ja, stimmt. Also 2 plus Weihnachten. Aber es ist ja, ist das... ist individuell eigentlich immer, oder? Genau. Oder klassische, also so... Na, jeder hat ja so seine Weihnachtsspezialitäten zu Hause. Genau, aber bei uns gibt es zum Beispiel was anderes als bei anderen. Noch nicht sagen was? Nee, sag ich nicht. Warst du bei 3? Er war bei 3. Ja, du bist dann. Ja, okay, 4, mal gucken, vielleicht 5. Ja, nee, auf gar keinen okay. Fall mehr. Okay, dann darf Tobi starten. Nudelsalat, Kassler, Klopse, Plätzchen, Kuchen. Mach, du hast noch Zeit. Dir fällt bestimmt noch was ein. Sind ja schon 5, aber sind ja unsere klassischen. Okay. Ja, die Regie nickt ab, okay. Also bei uns gibt es immer Frikassee an Heiligabend. Was gibt's bei euch? Ich hätte Gänsekeule gesagt oder Entenbrust oder sowas. Tobi hat ja alles aufgezählt. Also, 2:1. Esst ihr keine Plätzchen? Ja, auch. Okay. Aber kein Kuchen. So. Macht ihr die auch selbst? Auch nicht. Oh. Ja, ist welcher der erste? Ja, dran noch an der Theke. Ist ja nicht weihnachtlich, so hätte ich jetzt gesagt. Okay. Jungs, wir spielen weiter. Frage 4. Wie viele Weihnachtsfilme könnt ihr innerhalb von 30 Sekunden aufzählen? 30 Sekunden. Ich kenne viele, aber ich sag mal 5 am Anfang. Auf keinen Fall. Okay. Auf keinen Fall. Gut. Du darfst, Niklas. Santa Claus, Polarexpress, die Weihnachtsgeschichte oder eine Weihnachtsgeschichte, der Grinch und... Was gibt's noch? Eine schöne Bescherung. 5. Ja. Der muss zur Weihnachtszeit sein. Hm. Ich hätte jetzt ganz klassisch an Kevin gedacht. Kevin allein zu Hause. Silvester. Ja. Kevin allein zu Hause. Okay. Ja, auch dieser Punkt
An Niklas. Jetzt müsste ich selber mal in die Regie gucken. Ich habe jetzt die Punkte vergessen. Wir haben so viel über Weihnachten geredet. Steht's? Okay, na dann. Würde ich mal sagen, Niklas, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Tobias. Niklas. Es war ein fairer Kampf, würde ich mal sagen. Du hast ein bisschen Nachholbedarf, aber ich kann dir so viel sagen, du hast die ganze Weihnachtszeit jetzt Zeit. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch den absoluten Experten irgendwie mal von mir. Also es ist ja so wirklich schon ein fieses Duell, dass ich reingegangen bin. Aber ich hole auf. Okay, ihr seht die Jungs ansonsten auf dem Platz, da wo sie natürlich hingehören. Jetzt hier bei mir in der Weihnachtsepisode, präsentiert von der Tierparkgaststätte. Und wenn ihr auf Niki gesetzt habt, dann habt ihr jetzt zwei Gutscheine euch gesichert für die Tierparkgaststätte. Und es gibt natürlich noch eine neue Episode, da könnt ihr dann wieder einen Gutschein gewinnen bei Alles für eine Knolle. Bis dahin, Merry Christmas!